Hallo, herzlich willkommen hier bei Jack 1477. Ich wollte mit euch wieder eine Runde BeamNG Drive spielen. Und zwar wollte ich heute mit euch, habe mir gedacht, so Standardautos, also von Geländewagen bis was weiß ich, wo wir Bock drauf haben. Dann wollen wir gucken, wie weit sie die Treppe runterkommen. Und falls sie runterfallen von der Treppe, dann wollen wir gucken, ob der Motor noch startet. Wenn dieser das nicht tut, ist er raus. Genau, so würde ich das sagen. Da ich das aber dieses Mal nicht entscheiden möchte, weil das ein bisschen, ja, ich bin da entscheidungsschwierig, würde ich mal sagen. Dürft ihr das entscheiden? Ihr guckt euch jetzt die Autos an. Wir nehmen jetzt hier eine zufällige Auswahl. Und dann könnt ihr nachher sagen, ihr könnt das in die Kommentare schreiben, dann gucke ich mir das an, welches Auto dann gewonnen hat. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ja. Ich starte dieses Auto. Motoren sind übrigens dieses Mal alle warm, weil ich fand, irgendwie ist das unfair, wenn immer kalten Motor. Ich würde sagen, wir fahren bis zur Treppenstufe hin. Ja, ungefähr. So. Oder. So. Und dann jumpen wir los mit 20 km/h oder so. Oder was auch immer. Ja, genau, 20. Guck. Oh. Das war natürlich sehr blöd. Und ich versuche natürlich so ein bisschen zu bremsen. Also ich. Alles in meiner Macht Stehende werde ich tun, aber ihr seht. Der stirbt. Und ich mache natürlich immer, sobald wir fliegen, die Motoren aus. Weil wir sehen dann ja hinterher, was passiert. Aber ich glaube, der Motor ist kaputt. Alter, ey. Der fliegt runter. Ja. Scheiße. Ich mache wieder schneller. Da wird er schön raufknallern. Natürlich nochmal versuchen zu bremsen, aber. Fliegt er in der Mitte durch? Häusekabine ist ab. Motor ist aus Versehen an. Toll. Ich wollte eigentlich später gucken, ob das geht. Naja, gut. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, war ich zu früh war beim Bremsen. Motor lebt noch. Alles andere ist natürlich kaputt. Da brauchen wir gar nicht mehr von ausgehen. Genau, das war Nummer 1. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was für ein Auto wir jetzt nehmen. Ich gehe mal von stinknormalen Autos aus heute. Ich hätte zum Beispiel Bock hier auf den Piccolina. In ganz normalen Standard. Achso, den im Deutsch Standard. Da ist nur die Farbe anders, ne? Ja, nehmen wir den. So. Der hat irgendwie einen kalten Motor, das liegt aber nicht an mir. Ich habe die Einstellung gemacht, dass der keinen kalten Motor hat. Der hatte Bock, habt ihr gehört? Der hat richtig Bock irgendwo. Ironisch gemeint. Okay, wieder an die Treppe ran. Oh, der Motorsound ist geil, oder nicht? Das ist bestimmt ein Viertakter Luft gekühlt. Dass wir um die 20 km/h drauf kriegen. Bei dem Auto brauchen wir eher mehr Anlauf. Ja. Okay. Och. Ölwanne ist schon beschädigt. Auch nicht schlecht. Motor hat keinen Bock mehr. Ich bremse natürlich. Tue alles in meiner Macht stehen, da habe ich ja gesagt. Ja, das war nicht schlecht. Aber irgendwie, ich glaube, ich habe ein manuelles Auto genommen, ne? Ich trottel. Naja, okay. Ah. Also leichte kleine. Oh, hätte schief gehen können. Ah, nee, ich habe doch kein manuelles. Das ist Automatik hier. Ah, bis jetzt schlägt er sich gut, Leute. Bis jetzt schlägt er sich gut. Oh. Okay.
Er ist noch fahrbereit. Oh, ich glaube... Ah, schade. Ist da nichts mehr zu machen? Ihr seht, was ich sehe, ja? Der Fahrschemel. Ach, die Schnauze ist zu weit. Ich weiß nicht, ob wir... Seht das jetzt als kaputt oder nicht? Weil man könnte ja jetzt rein theoretisch die Haube wieder so ein Stück nach oben ziehen. Also wir können es zumindest versuchen, aber das wäre ja... Oh, Eingriff in die Spielphysik eigentlich. Ich weiß noch nicht. Ich tue es jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das was überhaupt... Ne, es bringt nichts. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt besser gemacht habe. Hm? Oh, ich glaube, ein Reifen ist geplatzt. Ja. Na komm. Die Radkappe, habt ihr das gesehen? Okay, er steht wieder. Ja, er kann wieder fahren, auch wenn der Reifen kaputt ist. Okay. Also der Reifen kann anscheinend nur noch rückwärts. Rollt er doch? Rollt er jetzt? Ja, rollt so halbwegs. Okay, wir versuchen unser Bestes. Ich probiere weiter. Ja. Ja. Lenkung hat versagt übrigens. Er lenkt nicht mehr. Aber was ich dazu nur sagen kann, so Schrott er auch ist. Aber der ist unten angekommen. Also, wie gesagt, objektiv, das macht ihr, ne? Oh, der wäre auch gestorben. Seht ihr das? Also das Kühlmittel hier war schon viel zu heiß. Das überlasse ich euch, ob der jetzt gewinnt oder nicht. Aber noch haben wir ja ein paar Autos. Ich würde sagen, so 5 Stück. Das waren jetzt 2. Wir nehmen dann vielleicht auch mal was Modernes hier. So, in der ganz normalen Variante würde ich den normal. Ich nehme den Automatik. So. Zack. Der hat jetzt da unten gespawnt. Das war blöd. Scheiße. Eine Sekunde, ich pause mal kurz. So, da geht's auch schon weiter. Ich habe kurz einmal neu. Mit denselben Einstellungen. Es hat sich nichts geändert. Okay. Ich habe wieder diese dämliche Konsole aufgebaut. Ich habe Wurstfinger. So, okay. Dann fahre ich jetzt mal ran. Aber eigentlich könnte ich ja auch 20 hier irgendwie so halten. So. Oh, oh. Also ich tue, wie gesagt, alles in meiner Macht stehen, ne? Also die Stoßstange, wie ihr gesehen habt, ist schon mal ab. Versuche natürlich auch zu bremsen. Gib mir Mühe. Motor hat auf jeden Fall schon zu wenig Öl. Also, wenn der Motor sowieso schon stirbt hier auf der Strecke dann, dann hat das Auto, finde ich, gehört dazu, auch verloren. Weil der Motor, zumindest der Motor muss laufen. Okay, ne? Also, gibt natürlich auch ein bisschen Gas. Wir wollen ja auch ein bisschen Show haben. Ich versuche natürlich hier auch runterzukommen. Oh. Ah, das war nicht schlecht. So, oh, oh. Oh, oh. Okay. Oh. Habt ihr das gesehen, ey? Aber also ich würde natürlich alles dafür tun, dass die Lenkung dann weiter funktioniert oder überhaupt, dass der rollt. Ja, weil sonst, wir versuchen unten anzukommen. Und wenn er dann absolut nicht mehr kann, dann, genau. Aber würde auch mal sagen, auch dieser Wagen, zack. Habt ihr das gehört? Der hatte keinen Bock mehr, ey.
Ich mach mal einen Screenshot. Ja. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Entscheidung. Jetzt haben wir noch. Das waren jetzt drei. Zwei Autos noch. Zwei Autos noch. So. Und ich habe mich entschieden, glaube ich, schon mal für den hier. Den würde ich auch gerne mal sehen. Ich nehme hier auch wieder. Na? Das Kleinste vom Kleinsten. Wir müssen ja nicht übertreiben, ne? So. Na, warte. Oh, der hat Bock. Na, ich mache jetzt hier so um die 20. Ja. Okay. Der dürfte eigentlich recht stabil sein. Ich bremse natürlich auch. Sonst ist das natürlich unfair. Also ich tue alles. Oh, die Stoßstange war ab. Alles dafür. Alter, die Stoßstangen sind schon mal weg. Was ja nicht so schlimm ist. Ölwanne ist beschädigt. Das ist. Scheibe ist weg. Das Auto zerlegt sich selbst. Ey. Wie man sieht, amerikanische Wertarbeit. Oh. Ja. Der hat sich aber echt gefangen, ey. Oh, Motor hat schon einen an der Marmel. Ja. Auch hier ist Ölwanne beschädigt. Ne? Oh, Motor ist ab. Auspuff ist ab. Ah, der lenkt nicht mehr, oder? Ja, nicht mehr. Oh. Ja. Okay. Weiter geht's. Ich habe ihn ja. Ah, die Lenkung ist kaputt, Leute. Da kann ich nichts machen. Da bin ich dann raus. Ne? Ihr wisst. Ich würde sagen, er ist disqualifiziert, weil hier ist die Lenkung so beschädigt. Da geht nichts mehr, seht ihr? Das ist einfach. Ich kann hier lenken, wie ich will. Und kein Rad tut noch irgendwas. Also da ist. Der ist raus. Tut mir leid. Amerikanische Wertarbeit. Ihr seht, nicht mal die hat es geschafft. Okay. Dann nehmen wir. LKW, das wäre auch. Komm, wir nehmen noch den LKW. So. Kurz oder lang Schnauze? Bin für die lange Schnauze. Okay. Probieren wir aus. Okay, ich glaube, das ist auch der einzige mit dem V8 gerade gewesen, ne? Ah. Okay, wir gucken, dass er die 20 so. Ja, das sah gut aus. Alter, wenn der das nicht schafft. Okay, ich bremse natürlich. Überdrehungsrisiko. Okay. Ja. Ja. Alter. Ja, ich. Ja, das klappt. Achtung. Oh. Jetzt hält er sich tapfer, kann man so sagen, was ist. Was ist hier gestorben? Ich weiß noch nicht, was gestorben ist. Ich müsste ja doch nur. Ach, ihr seht es. Ich mach das mal ab. So, jetzt dürfte er eigentlich hier. Ja, seht ihr? Das sind so Kleinigkeiten. Das zählt nicht. Okay, also alles, dass man ihn wieder ins Laufen kriegt. Das Trittbrett war weg. Ihr habt es gesehen. Okay. Alter Vater. Deswegen sollte man niemals mit einem LKW irgendwo eine Treppe runterfahren. Macht das bitte niemals nach. Alter. Lenkung hält aber viel aus. Oh. Ja. Okay. Also wie ihr gehört habt, Motor läuft. Aber auch da bin ich, würde ich sagen,
Empfinde ich es als schwierig, ob er irgendeine Platzierung kriegt. Wieder hier hängt. Scheiße, ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Nein, schon wieder. Okay. Ich mach mal. So. Das könnte auch ein gutes Screenshot sein. Mal sehen, was wir nehmen. Wieder da hängt, auch nicht schlecht. Wäre gut, also erzählt mir oder schreibt mal in die Kommentare, welcher gewonnen hat, okay? Weil ich kann das so nicht sagen. Genau, das überlasse ich euch. Das dürft ihr entscheiden. Okay. Waren 5 Autos. Ich würde sagen, das langt jetzt für diese Folge. Und dann lasst doch ein Abo da, einen Daumen da, wenn ihr mögt. Müsst ihr natürlich nicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ne?